Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold, hinter der Kamera und vor der Kamera der, ja, Mikro kann man nicht sagen, aber der kleine, kompakte und doch volle Gemüsegarten von Bert Lötscher. Du bist also nicht nur Dipladeniengärtner, sondern auch Gemüsegärtner, habe ich da mit Vergnügen festgestellt. Wie bist du zu dieser Pflanzung gekommen und wie hast du sie aufgebaut? Was sind deine Gedanken gewesen? Was steht in diesem Kübel drin? Auch hier ist der Grundgedanke, ich liebe Gemüse, esse gerne Gemüse. Und das Schöne ist, ich habe gerne, wenn Gemüse frisch gesnackt werden kann. Zum Beispiel wie diese Snackgurke. Das ist eine Snackgurke, die kann man frisch abnehmen und schmeckt hervorragend. Man hört den guten Geschmack sozusagen. Genau. Zum Kübel. Ich habe ein sehr großes Gefäß gewählt, das fast 1 Meter Durchmesser. Das ist so eine Schale, gefüllt mit Standarderde eigentlich. Gut durchlässig. Und habe nachher mit Tomaten, verschiedene Tomatensorten gepflanzt. Hinten habe ich Tomatensorten gepflanzt, die eher etwas hochwachsen. Habe sie auch befestigt mit Bambus. Die bilden sozusagen den Hintergrund der Pflanzung. Dann auf der Seite, wie schon gezeigt, eine Gurke, die wächst auf der Seite raus und hat dann wirklich freie Fahrt auf der Terrasse. Weiter sind kleinere Tomatensträucher, wie hier diese Evita. Das ist eine Herztomate, eine ganz neue Sorte. Hat wirklich, wenn man die aufschneidet, hat die dann wunderschöne Herzform. Ja. Wirklich schöne Herzform. Es hat ja mal die Gemüse gegeben, die in bestimmte Formen gepresst wurden, damit sie dann eine Form haben, und die wächst von Natur aus so. Genau. Wunderschön. Vom Gärtner mit Herz. Genau. In Herzform. Ja, ja. Weiter habe ich hier noch süße Peperoni. Ja, aber ist das eine rote oder eine grüne? Die wird dann rot. Die wird rot, okay. Die wird rot. Da, ich denke, circa in 20 Tagen ist die wunderbar rot. Wunderschön. Und was ist das hier noch? Das ist Mangold. Ja. Das ist ein verschiedenfarbiger Mangold. Auch Zierwert und Esswert dabei. Man kann die Blätter ernten, habe schon ein paar geerntet. Und ja, schmeckt wunderbar. Und das alles zusammen miteinander in einer Schale. Wunderschöne Bepflanzung, muss ich sagen. Es sieht nicht nur gut aus, sondern es schmeckt nicht nur gut, sondern es sieht auch gut aus. Probier mal. Soll ich probieren? Ich meine, das kann ich unseren Zuschauern fast nicht antun, aber ich bin nun mal so, wie ich bin, und esse das jetzt. Und ihn? Sehr gut. Und Sie müssen sich halt zufrieden geben mit dem Anblick der schönen Tomaten, bis Sie sie selber pflanzen.